Drei Tage später beendete er den Männerfluch und weinte diesmal vor Freude. Ich fühle mich wie im falschen Film. Ich hoffe, ich wache nicht gleich auf und es ist alles nur ein Traum gewesen, sagte der 28-Jährige, sagte der Chef der Mission, Karl Quatt, der nach den Medaillen der Alpinen Gerd Schönfelder und Martin Braxenthaler am 21. März 2010 insgesamt 28 Medaillen von deutschen Athletinnen bejubeln durfte. Aber keine einzige eines Mannes von uns haben sie sich nichts anhören müssen. Wir haben das nie zum Thema gemacht, versicherte Quatt zwar, aber es ist natürlich schön, dass jeder gesehen hat, dass es in Deutschland auch Männer gibt, die Gold gewinnen können. Für Fleig, der von Geburt an im Rollstuhl sitzt, war das am größten Tag seiner sportlichen Laufbahn freilich eine Randnotiz. Es sei aber so umso schöner, sagte er, wir haben starke Frauen, jetzt habe ich gezeigt, dass auch Männer Gold gewinnen können. Drei Tage zuvor war Fleigs Gefühlsleben noch ein komplett anderes gewesen. Über 12,5 Kilometer, wo er ebenfalls als amtierender Weltmeister ins Rennen gegangen war, wurde er nach einem Schießfehler nur Vierter und war hinterher unendlich traurig. In den ersten 4,5 Stunden danach habe ich nur geheult, wie ein Wasserfall. Ich wollte von niemandem etwas wissen, erzählte er. Irgendwann habe ich dann mit daheim gesprochen, mit meiner Freundin, mit meinen Eltern. Sie haben mich gepusht und aufgebaut und danach habe ich gedacht, so, jetzt erst recht. Am Freitag hatte Fleig gutes Material. Er behielt die Ruhe und blieb bei 20 Schüssen ohne Fehler. Als er die Ziellinie passierte, riss er die Arme in die Luft, schrie seine Freude heraus und weinte Freudentränen. Das ist eine ganz, ganz große Leistung, sagte Andrea Eskau. Verstärkt die Arme trainiert und in einem Streckensimulator den Kurs von Pyeongchang einstudiert. Am Freitag folgte die Belohnung und der Männerfluch war gebannt. Quelle: ntv.de